a flyer who noticed. I'm dying to make it, put my life in this focus. Could have been right in my wrongest. I've been high for the longest. Yo, disguise it, dishonest. I dismantle opponents. They come back with a brand new rap to break that amper for that speaker wheel. You can never get to where you going when your feet are still. How your evening feel when you watch your watch away? And all you did that day was smirk three blunts and bought some drink. Yeah, I'm talking to myself. If I'm speaking with my conscience, then which one of us is hell? If I'm reaching out to God, I pray he come with something real. Cause we've been working so hard, I feel the devil on my heels. Twisted in mystery to exhibit in the realm where you can fly. Switch the history of physics in a world where you gon' die, but not certain you'll be forgiven. I look up to the sky and I ponder on my position. And I won't settle for here, so I've been fiercely competitive with the man in the mirror. And the damage is clear, raise your glass for cheers. Man, this one's for my ego, shit, I've been rapping for years. I bring the eye to your ears. That's around sound revolution, screaming at you to stand up. Don't bow down, whoever, however we use it, get what we want it. Cause we believe it can happen and make the moves to get on it. That's the law of attraction, will you follow your passion? Universally active in the vortex of the masses. What's happening? Yeah, basically what you thought never would. And it's knocking on your door, will you answer or you run? That's your destiny. I don't see nobody next to me. I don't see nobody less than me. I don't see no one ahead of me. So why I feel so alone, it's depressing me. That's that shit you never heard of, that go and rip your verse up. That read it over twice and still most likely switch your words up. Be turns up a rookie and look at me in the team. Keep this shit in the fam, it's business loyalty league. What you mean? They keep asking for the speech, and I don't understand. I've been as clear as I can be. This music's not just fun, homie, I do not work for free. And then you get upset like I'm charged some crazy fees. Oh no, you ain't really fucking with me, I know. But honestly, it doesn't matter to me, just go. Probably why I never seen your face at a show. Oh, high hitters on the low. High hitters on the low. High hitters on the low. Hitters on the low, on the low. Hitters on the low, on the low. Hitters on the low. Hitters on the low. Hitters on the low. Hello, motherfucker. Nigga in the universe. We don't talk about it, bitch, we do it first. Nigga, every time I do a verse, yeah. Pull up, yeah, yeah, yeah. When I, yeah. When I pull up, yeah, yeah. When I, yeah. TFMG. I'm an alien, you wouldn't understand it. I just need a bitch on every planet. She never seen the stars and took a trip to Mars. I said I got the bars if you panic. I got the knife, I got the drip. Oh, that's your wifey, that's my bitch. Running red, yeah, I go. Getting hot for the low, yeah. I want it all and they tell me that's a bad thing. Life is better when you pull up with a bad thing. I get it, then I flip it acrobatic. We been up, nigga, sorry for the static. Everybody always wanna drive a foreign. Real niggas tryna pull up in a Brinks truck. Little mama says she see me on the net. All of a sudden, man, these bitches wanna link up. I remember when they used to tell me take a hike. Now they begging me to beat it up and stay the night. I tell her that she better bring a friend, though. I'd rather watch and count it money like I'm Dana White. I'm dripping sauce, man, I'll probably leave a bleach stain. Mayor in every city trying to give your boy a keychain. They told me take my time, told me take a number. I'ma shine till these motherfuckers hate the summer. I'm an alien, you wouldn't understand it. I just need a bitch on every planet. She never seen the stars or took a trip to Mars. I said I got the bars if you panic. I got the knife, I got the drip. Oh, that's your wifey, that's my bitch. Running red, yeah, I go. Getting hot for the low.
parties, yeah, I'm tryna run a play. Her family famous and her name start with a K. This type of shit, it doesn't happen every day. So I might try and fuck her, tell her, give my shit to Ye, ay. Gino or Emma, that's my whole dilemma. Got so many women that I won't remember. Lock it down, yeah, I'm probably not the guy. But I don't show emotions, I've been living like Kawhi, ay. Up like Zach Levine, I'm a trampoline. Make her bounce, then she do some shit she haven't seen. Fuck her on the king, then I had a dream. And then I dip, cause I know she tryna add a ring. Pull up, now they calling me Dell. Maybe Seth and maybe Stephen, man, it's harder to tell. I might duck all the feds, I might run all the reds. Yeah, they got Pac and they got Biggie, man, that's all in my head. I'm an alien, you wouldn't understand it. I just need a bitch on every planet. She never seen the stars, or took a trip to Mars. I said I got the bars, if you panic. I got the knife, I got the drip. Oh, that's your wifey? That's my bitch. Running red, yeah, I go. Getting high for the low. Wunderschönen guten Abend. So, lasst mich mal einmal gucken hier. Ich muss Brezel durchsuchen. Nach geiler Mucke. Ich werde die beste Playlist hier machen in dem Ding. Wirst du sehen. Hallo, wie geht's euch? Was sollen wir hören? Chill Tracks. Hi, Huglu. Guten Abend. Voll die Umstellung für mich. Jetzt muss ich jetzt mal auf den linken Monitor hier gucken. Guten Abend. Oh mein Gott, sogar mit Voice, Alter. Da gibt's echt gute Tracks, Alter. Also Real Talk jetzt. Ist kein Witz. Und diesmal bin ich auch safe, weil ich habe Papa Stay gefragt. Der hört auch Brezel Rocks. Die Hip-Hop-Station ist geil, hatte ich vorhin auch an. Da habe ich ein paar Tracks schon rausgezogen für eine Playlist. Warte mal, ich mache... Ah ne, schon okay. Das war ein bisschen zu laut. Ich glaube, 2 ist angenehm, so. Zock und lass einfach ganze Chill-Playlist durchlaufen. Hat er das aber immer noch? Also für mein Ohr ist das zu laut. Wie hört sich das im Stream an? Zu laut, zu leise, zu hell, zu dunkel? Hallo. Voll okay, okay. Hallo, Motherfucker. Aber warum kommt jetzt Hello, Motherfucker? Ach doch, da war der Prime-Sub, oder? Hallo, Motherfucker. Boah, Junge, ich check geh nichts mehr. Ich hab die letzten Tage so viel eingestellt, ne? Ohne Witz, Alter. Komplettes Setup abgebaut. Kompletter Schreibtisch abgebaut. Kabel vernünftig verlegt. Da hat meine Schwester mir geholfen, zum Glück. Sonst wäre ich durchgedreht, Alter. Da steht sogar Primogy. Ja, ich sehe das nicht. Das Fenster ist bei mir zu klein. Von der Vorschau. Alles, Junge. Chatbot eingestellt. Jetzt tut er wieder so, als würde er arbeiten. Ach, Bruder, komm. Ich hab mir voll die Mühe gegeben, ja. Ich habe versucht, die Sub-Anzeigen wieder so hinzubekommen, wie ich die unter Tippi hatte. Aber habe ich nicht ganz geschafft. Da werde ich nochmal drüber gucken. Ja, ich weiß, Schott, ich weiß. Aber mache ich nicht. Never change the running system. Naja, es gibt noch kein Bild, Paco, weil ich noch nicht ganz fertig bin. Aber komm, müsste die Tage kommen. Wie Da Vinci sagen würde, es zu.
Nix der Real 7 und Nappas Kind. Ruhe. Ich war stets bemüht. Und ich habe den Rechner jetzt auf dem Schreibtisch stehen und der ist ziemlich laut. Ich hoffe, dass man den nicht hört, wenn ich rede. Falls doch, ist das halt so. Ich sag gar nichts, ich bin die Bär. Ja. Lüg nicht. Setup noch nicht fertig. Bilder kommen. Soon. Very soon. Wallah, man hört nichts gut. Aber sieht einfach besser, wenn du das Case auf dem Schreibtisch hast. Sieht einfach viel besser aus, finde ich. Das ist halt mein Gaming-Keller. Was mich noch ein bisschen triggert ist, ich sehe bei OBS immer, dass das Mikrofon ausschlägt, auch wenn ich nichts sage, wegen der Lautstärke auf den Kopfhörern. Ich von Remo Yassalame. Was steht heute im Skript? Permis, Alter, Permis. Den Chat habe ich auch geändert, Rise the Series. Ja, alles über Stream Elements jetzt. Ich habe den Text ein bisschen größer gemacht für die Leute, die auch am Handy gucken oder am Fernsehen. Damit die nicht unten auf den Chat achten müssten, so. Wisst ihr? Damit die einfach Fullbild machen können. Was für ein Fußcamper. Ja, Chat ist aber nur am Pendel, MP. Da wechseln wir ja eh die Szene. Boah, ich bin so professionell als Streamer, Junge. Geil! Wie geht's euch denn? Hast du was gemacht wegen blauen Namen? Bisher habe ich noch keinen blauen Namen gelesen, tatsächlich. Aber nö, habe ich nichts gemacht. Nichts Bewusstes. Was geht's, Skorpion? Mir geht's auch gut. Ja, mir geht's auch gut. Alle Dude, ich hoffe, dass alles funktioniert heute. Oh, mit dem Spiel und so, wenn ich das gleich anschmeiß. Das Mikrofon schlägt halt echt aus, wenn ich zu nah am Mikrofon bin. So soll es sein. Yeah. Shadowlands-Datum ist raus. Hyper Real. Und wie geht's dir? Habe ich vorhin gesehen. 23. nächsten Monat, ne? Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde dann ein, zwei Tage zocken. Wenn ihr wollt, werde ich das doch einfach streamen. So, auch wenn viele damit nichts anfangen können, ist egal. Aber Max-Level muss sein, ich will mir das wenigstens mal angucken. Ich habe eine Noise-Gate am Pre-Amp drin, ja. Nicht unter OBS. Eigentlich dürfte der nicht ausschlagen und ich muss den mal ein bisschen höher stellen. Was, ich habe einen Level, was hast du? Tag Double X und Swiss TV, guten Abend. Ich wünsche euch allen guten Abend. Easy Steam, braucht was für die zwei Tage durchsuchen zum Gucken. Ja, ein paar von euch zocken ja WoW. Werde ich auch machen, warum auch nicht? Das Spiel hat mich, oder begleitet mich schon sehr lange Zeit. Und, Kimo von den Yadis und man selbst Master Tai, die zocken alle WoW. Vielleicht kann man da zusammen irgendwie mal gucken, vielleicht trifft man sich da. Ich hab einen Mage rerollt. Undead Mage. Aber da müsste das Event da jetzt bald kommen, ne? Ich musste mich ein bisschen Gear holen. Fit Leveln. Walle zockt auf WoW. Als ob Walle WoW zockt, Junge. WoW nur mit Oni als. Ach ja, wisst ihr. Das ist aber auch lange her, oh Mann, als Oni-Kommentator war. Event kommt am 10. Okay. Dann streamen wir den Release von Shadowlands. Das müsste abends sein. Dann über Nacht. Geil. Die Releases sind eigentlich immer geil gewesen bei WoW, Mann. Das macht unheimlich viel Bock. Vielleicht hat der Johnny bis dahin auch schon 50er Charakter. Jack ist auf jeden Fall dabei. Mila kriege ich auch noch dazu. Ich habe mal mit Mila in der Offstream-Zeit ein bisschen WoW gespielt. Die hatte eigentlich auch Bock da drauf. Machen wir schon irgendwie. Hallo Steini. Darf ich mitzocken? Jeder kann mitzocken. Release ist in der Nacht vom 23.11. auf dem 24. Uhr. Ich hasse WoW. Warum, Jess? Warum?
Ja, Cyberpunk wurde ja auch wieder verschoben. Aber da hatte Moonlight schon recht, was der unter meinem Tweet geschrieben hat. Besser, die nehmen sich noch 10-mal mehr Zeit und bringen ein gutes Spiel raus und keine verbackte Kacke. Als sowas, ne? Ich fange das erst gar nicht wieder an, sonst kickt die Sucht wieder. Ja, für die Leute, die kein WoW kennen, finde ich das schon schwierig, glaube ich, wenn man da zuguckt. Weil man versteht halt nichts. Aber das Spiel ist, eigentlich ist das Spiel gut. In meinen Augen. Was sagt ihr denn zu der Anzeige, wenn der Text da ein bisschen größer ist? Ist das so fein? Kann man das auch gut lesen, wenn jemand zappt oder so? Ich spiele auf BlackRock, Mado, Horde. Alles top, sieht gut aus so. Aber ich guck da trotzdem nochmal drüber. Aber fand die Ausrede unnötig, dass sie länger brauchen wegen den Next-Gen-Konsolen. Wussten ja nicht schon vorher, worauf sie es rausbringen wollten. Ach, Bruder, keine Ahnung. Ich habe mir nur den Rage von Jamar wieder angehört, so, das hat mir gereicht. Ich muss mal meine Gitarre-Settings lower machen. Was hast du denn alles eingesteckt, Max? Hast du Gras und so hoch? Ansonsten hilft immer MSA runterzuschrauben, ne? Wenn das auf 4-mal lässt, macht das auf 2-mal oder komplett aus. Horde und BlackRock ist gut in dieser Jammern. Ich habe vorhin heute Mittag einmal kurz WoW gespielt, weil ich gucken wollte, ob die Grafikkarte alles verkraftet und so, oder ob irgendwas passiert ist. Ich muss mir 200k Gold erschnurren, weil ich will nur eine Jaina Mount holen. Oder ich kaufe mir so eine Marketings. Geht schon, hab da auch keinen Dunst und trotzdem bei dir zugeschaut, wenn es WoW gab. Das letzte Mal, als ich WoW gespielt habe, ich sag mal so, WoW finde ich persönlich kein Spiel zum Streamen, weil das einfach scheiße langweilig ist. Wenn du in diesem WoW-Alltag bist, ne? Wenn du in diesem Alltag von dem Spiel bist. Weil du loggst ein, du machst irgendwelche Dailies, du machst irgendwelche Instanzen, so pennst du ein. Aber ich habe letztens erst, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so, dienstags oder so, habe ich mit dem Kimo gespielt und mit dem Johnny und so. Und da Johnny ja Anfänger ist, wir sind da in so eine Instanz reingegangen und das war so lustig, Alter. Weil Johnny einfach alles kommentiert hat. Wir machen das Spiel dann lustig. Ich glaube schon, das geht. 2 Tage sind in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall geben. Die Leute, die sich aufregen, dass ein Spiel verschoben wird, die kann man nicht ernst nehmen. Die haben echt keinen Plan, was alles dahinter steckt. Für alle Systeme es recht zu machen. Ja, Schattenmund, das Gleiche kannst du auch zu einem Dings sagen, ne? Das Gleiche kannst du auch zu so GTA-RP-Server. Also damit vergleichen. Es gibt so viele Leute, wie jetzt zum Beispiel auf Unity, die sagen, ja komm, seit 6 Monaten gibt es noch immer noch keine Switcher-App für das Handy da. Und seit 6 Monaten ist kein Tuning da drin und bla bla bla. Die Leute haben gar keine Ahnung, was das für ein Aufwand eigentlich ist. Vor allem, wenn der Server nur einen wirklichen Dev hat. So, der daran arbeitet. Und der 500 Baustellen, ne, zeitgleich irgendwie abhandeln muss. Die Leute haben gar keine Ahnung, Alter. Und dazu haben die Leute, da machen die das auch noch freiwillig und haben noch ein echtes Leben, Privatleben und so. Hab gehört, Sandra spielt auch WoW. Ne, der Johnny macht Moderator. Der Johnny macht auf jeden Fall Moderator. Der kann das, der fühlt das. Nie wieder. Ach komm, Oma, let's go. So, lass mich mal im Runner scrollen hier. Ach du Scheiße, Alter. Kam jetzt eigentlich was in der Unity Pommes? Was meinst du genau? Ich war gestern kurz online. Johnny hat gestreamt gehabt. Der hat mal wieder einen Manager. Scheiße. Hatten wir Automato, hatte ich im Chat. Hatte ich. Gamers hatte ich. Dr. Heisenberg, dankeschön für den Resub 13. MDKOM, danke für den Resub 29. Horibi, dankeschön für den Resub 9. Was ist das denn für ein Lied, Alter? Geh mal weg, Junge. Mauli, dankeschön für den Resub im 3. Stufe 3 sogar. Vielen lieben Dank, Buddy. Aus tiefster Kniekehle, Mann, danke. Amnesia Anton, danke für den Prime im 6. Pyro, dankeschön für den Prime 10. Kussi auf die Miau. Der Böni, dankeschön für den Resub 15. Blink, danke für den Prime im 4. Why is this serious? Dankeschön für den Prime 21. Update, sagst du doch, wolltest aber nicht leaken. Nicht Update, sondern diese Regeländerung.
dass der Komoda und der Jugula wieder freigegeben wurden für die Crime-Szene. Plus, dass es jetzt diese Gangregel gibt, wie damals auf L, dass man einen Gangkrieg anmelden kann. Ohne, dass die Gegenpartei das ablehnen kann, sondern der Support das entscheidet. Aufgrund der RP-Story zwischen den beiden Fraktionen. Ja, X-Me, ich hab WoW gespielt. Vorhin. Richie, dankeschön für den Prime im 29. Comfy Raptors, dankeschön für den Resub im 24. Monster Energy, dankeschön für den Stufe 2 Resub im 6. Auf ein paar weitere Monate bleibst du, wie du bist. Deine Streams bringen einen immer zum Lachen. Weiter kann ich nicht lesen, aber hier gibt's einen Knopf. Achso, okay. Dankeschön. Machst du mal bitte den Geldbutton an? Welchen Geldbutton meinst du, Esperle? Meinst du so ein Donation-Ding? Ich habe vorhin mit Max auch drüber geredet, weil mich auch zwei Leute gefragt haben. Die haben gesagt, die subben nicht, die würden aber gerne so Katzenkasse was reinwerfen, ne? Wegen dieses Meme, wegen der Katze, wegen den 10 Dollar und so, aber ich halte von Donation nicht viel, Mann. Ich bin ehrlich. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung warum. Sollen sie Subs giften? Ja, aber kein. Ja, Oma, ne, ich weiß das auch nicht. Manche haben aber einfach keinen Bock da drauf, so. Ich überlege mal was. Aber erst rede ich mit. Ich habe im Dezember einen Termin bei meiner Steuerberaterin. Ich muss das irgendwie alles unter einen Hut bringen, so. Auch dann mit kleinen Donations. Weil das ist echt dumm zu versteuern, alles. Aber man kann doch Pits geben, da hat Twitch zu viel was von. Ja, aber manche Leute wollen das halt nicht. Die wollen halt lieber so 2 Euro hingeben oder verschenken oder so. Wo war ich? Sorry, Pico Bella, dankeschön für den Resub 21. Timoy, dankeschön für den Resub im 19. Servus. Klims, dankeschön für den Resub im 3. Robster, dankeschön für den Resub im 2. Bucky, dankeschön für 5 gifte Subs an die Community. Ich hoffe, die haben sich bedankt. Mikasa, danke für den Prime-Sub im 2. Gerd, dankeschön für den gifted Sub. Bika, dankeschön für den Resub 19. Die 19 von den 719 schon mal geschafft. Au. Lupi, danke für den Resub im 2. Socker, dankeschön für den Resub im 32. Hori B, dankeschön für den gifted Sub an Walle. Shireen, dankeschön für den Prime im 2. Lexa, danke für den Prime im 18. Schneesin, danke für den Prime im 14. Ja, aber dann möchte. Man möchte dich unterstützen, nicht Twitch, deswegen ist Donation noch besser. Oder denke ich zu naiv? Du musst bei jeder Donation, egal wie groß, die ist 50% versteuern, Bruder. Also wenn du mir 2 Euro geben würdest, müsste ich 1 Euro davon in den Staat geben. Das war der letzte Stand, auf dem ich war. Aber ich habe schon so lange... Ruhe. Ich habe schon so lange keine Donations mehr an, dass ich nicht weiß, ob sich da irgendwas geändert hat. Auch wenn du ein Postfach hast und ich dir einen 10er per Brief schicken würde, das wäre dann Steuerhinterziehung, Bruder, und dafür gehst du in Habs. Weil das müsste ich auch versteuern. Du meintest, MSA ausmachen, ja, Anti-Analyzer, Bruder. Ist ein Steuerberater dolle teuer, muss auch bei sein, deswegen. Je nachdem, was du dem für Arbeit bringst, ne? Wie viel der zu tun hat. Don't fuck with the Finanzamt und mit der Krankenkasse, niemals. Und allgemein nicht mit dem Staat, Gewerbesteuern und so. Niemals, ne? Niemals, glaub mir. Das ist das Erste, was mir beigebracht wurde, als ich auf Twitch angefangen habe, damit meine Miete und so zu zahlen. Haben meine 2 guten Mentoren mir gesagt, never fuck with the Finanzamt und so, Bruder. Kannst aber auch wieder absetzen. Ja, du kannst, Bruder, du kannst alles absetzen. Du könntest quasi 19 Uhr fange ich an mit dem Stream und alles, was ich 19 Uhr zu mir nehme, Essen, Trinken, den Strom, den ich verbrauche, das Internet in der Zeit, kannst du alles absetzen. Ich könnte sogar das Zimmer hier als Büro absetzen. Aber dafür kommen die sogar, glaube ich, raus, um das zu prüfen. Und so. Also es gibt schon. Mit Finanzamt Beef, niemals Kollege. Das ist gut. Lexa hatten wir, Schneesin, dankeschön für den Prime 14. Benji, danke für den Prime 25. Blabla, dankeschön für den Resub 6. Hallo, du alte Stinkesocke, du bist ein Stinkpups. Bucky, dankeschön nochmal für den Gifted Sub an Gesundheit.
Pat, danke für den Prime am 18. Küss mich, dann sag, dass ich... Küss mich, dann sag ich dir, dass ich dich liebe. Wo spielst du denn, Cloudline? Und Dankeschön. Metall Gandalf, Dankeschön für den Resub im 14. Glücksrind, Dankeschön für den Resub im 7. Huhu zurück. Dark Snow, No, Dankeschön für den Prime im 3. Bolze, danke für den Resub im 1. Mad Bad, danke für den Prime im 17. Next Game, danke für den Resub im 8. Liebe zurück, Mann. Sektus, Dankeschön für den Resub im 27. Was geht, Big Boss, Mann? Ja, Mann, nix geht, Bruder. Piep, Dankeschön für den Prime im 6. Psycho Donkey, Dankeschön für den Resub im 4. Schnapper Brandon, danke für den Prime im 37. Unicorn Hunter, danke für den Resub im 17. Medium Pille, danke für den Resub im 3. Swiss TV, Dankeschön für 100 Bits. Yassine, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Felix, danke für den Resub im 3. Sony, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen, Bruder. Vielen lieben Dank, Mann. Und Pat, MP3, Dankeschön für den Prime und dir auch herzlich willkommen. Was geht ab, Teichente? Du kleine schnucklige Maus. Spiel auf Homestead und wurde gestern auf KW angenommen und bereite mich jetzt auf die Serverregeln vor. Im Prinzip sind alle Serverregeln gleich. Im Großen und Ganzen. Mal ein Ohrwurm, ich bin ein Goizer. Ja, Mann. Ich vermisse GTA-Live-Zeiten. Ach, Bruder. Wir haben doch auch hier schöne Zeiten. Meine Nase ist schon wieder zu. Bliert. Sag das mal Shorty. Ne, Shorty ist ja nicht durchgefallen oder wurde abgelehnt, weil er die Regeln nicht konnte, sondern weil seine Charakterbeschreibung zu kurz war. Wie geht's dir, Habibi? Alles gut. Bei dir, Ente? Ich hab da irgendwas auf Twitter wegen dir mitbekommen. Du hast irgendwo, du warst ja in ganz vielen Channels Mods, ne? Du hast deine Mod-Karriere jetzt an den Nagel gehangen. Hast du dich jemals gezeigt? Ich hatte mal im Discord ein Bild von mir drin für, was weiß ich, einen Tag oder so. Aber im Großen und Ganzen nicht, nein, Bruder. Oder Schwester. Hallo, Eis, du wundervoller Mensch. Aber das Dreiergespann auf Live war genial. Welches meinst du, Bowlers und Dings? Schwarzwasser Grove? Alles zu kurz beim Shorty, Bewerbung, Beine. Hast du Vollbart? Nicht mehr. Wieso? Weil ich das so will. Alles topi. War mir auch irgendwann zu viel, keine Zeit mehr gehabt. In wie vielen Channels warst du denn, bei wie vielen Streamern warst du denn Mod aktiv? Univer, Dankeschön für den Prime 11. Jetzt Schnäuzer öffentlich. Ja, ich habe etwas mehr als 3 Tage gebaut, nur Schnäuzer. Genau wie Magnum. Was geht, Shorty? Guten Abend. Aktiv 40 Channels, die Hunger, Alter. Bist du irre? Du hast 40 Channels moderiert. Gerd, vielen lieben Dank für 500 Bits, Mann. Was steht da jetzt eigentlich, dass du 500 Augen küsst, ne? Dankeschön. Hallo, Motherfucker. Fanky, vielen lieben Dank für den Prime im 22. Hab insgesamt nicht mal 40 Channels geschaut. Tja, manche haben eine Leidenschaft dafür, ne? Kuri, Dankeschön für den Resub im 22. Hallo, hallo. Kuss euch alle. Ukulu, Fengi, Ukulu. Ich denke mal, ich mache das Setup-Bild morgen. Also an einem Tag öfters mal mehr, aber bin eher so der Event Janitor geboren. Was heißt Janitor? Was bedeutet das? Junge, wer hat denn ein Arbeitsamt-Emote, Alter? Mackie, Junge. Nick, danke schön für den Gifted-Zap. An Bagger, 89. Ich schwör Fremdwörter, ich weiß nicht, was das heißt, wirklich nicht. Hausmeister? Okay, das höre ich zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich war nicht Schule. Guck mal, Stream Elements schreibt sogar, und wo bleibt die Eule, Chat? Nicht einer macht eine Eule, ich bin schwer enttäuscht. Hätte jetzt auch Zeit, 40 Channels zu moderieren. Hallo, Peter Klause. Hihi. Also ich bin echt positiv überrascht über Stream Elements, ne? Muss ich echt zugeben. Fuck, haben die viele Optionen, Alter.
Da kannst du ja alles machen. Aber die Umstellung und so, ich habe das ohne Importieren gemacht. Das war schon echt nervenaufreibend. Und hat mich gestresst. Wieso macht der Bot nicht auch die Eule? Weil der Bot die Eule nicht machen kann, weil der Bot kein Sub ist. Da musst du Jazz Balele wieder reinknallen. Dann könnte man das einstellen, dass er die Eule macht. Wenn ich mich bei Among Us AfD nenne, gewinne ich jede Runde, weil mich keiner wählt. Oh. Ist auch besser so, dass sich dann keiner wählt. Soll der halt Zabner nichts gewinnen? Ist so, Alter. Was geht ab, Jerry? Guten Abend. Hallo, ich bin der Curtis Viau, wie ich es vermisse, wenn das richtig geschrieben ist. Hä? Ich sag in dem Track, Jau. Nicht die Jau. Pascal. Außerdem habe ich bei Twitter eine Nachricht bekommen von einem sehr besorgten Zuschauer, der sich Sorgen darüber macht, weil ich immer sage, ich rauche eine Stresskippe. Ab sofort rauche ich nicht mehr im Stream. Also nenne ich das nicht mehr. Weil mit der Aussage, die der da gesagt hat, hat er schon recht. Ich will hier keinen dazu verleiten, Tabak zu konsumieren. Ist schlecht. Lasst es sein. Was? Hat man das nicht verstanden, was ich gesagt habe? Herr Vape Nation, Junge. Doneria, guten Abend. Wie viel raus am Tag, keine Ahnung. Manchmal mehr, manchmal weniger. Du hast hier gerade eine angezündet, hab ich gar nicht. Lüge. Ja, Pascal, nun bei dir. 2 Schachtel Minimum, bist du irre, Alter? Nein, Mann. Ich rauch keine 2 Schachtel. Ich rauch nicht mal eine. Was ist eigentlich mit deinem Vorschlag geworden, für 10.000 Worte zu nennen, die du in den CP einfügst? Habe ich vorhin auch mit Max drüber geredet. Der Max hat nur die Hände über den Kopf geschlagen und hat gesagt, Bruder, ich habe keine Ahnung, was wir mit den Punkten machen sollen. Dann hat er mir was von Papa Platte erzählt, dass der irgendwie das so eingestellt hat. Wenn du da so 500.000 Punkte oder so, oder 1.000.000, was weiß ich, Alter, in den Raum wirfst, weil du die gefarmt hast, dann verschenkt der Sachen an die Leute. Das wäre halt, vielleicht eine Option. Dass man da immer was Kleines rausgibt dafür oder so. Alter, warum schreist du so? Ich schrei nicht, Junge. Weiß man schon, was wegen was schlafst? Nein, noch nicht. Konzepte sind alle eingereicht, sind auch eingetragen. Bekommen wir dann Bescheid. Könntest du schon Mutti Merkel getroffen? Nee, wo denn? Merkel Kachbald. Ich bin für Wunschperma bei 1.000. Mhm. Junge, du hast 63.000 Punkte, Alter. Apropos Placement, wie schaut's aus mit den Effektkollegas? Der Jutta Sebastian hat diese Woche noch einen Termin mit seinen Effektleuten da. Und dann sagt er mir Bescheid. Ich habe aber auch noch eine andere Anfrage bekommen. Komischerweise, nachdem ich mich bei Stream Elements angemeldet habe, haben die mir geschrieben auf Twitter und auch eine E-Mail geschrieben, dass die Bock drauf hätten, mit mir zusammenzuarbeiten und dass die auch direkt was für mich hätten. Da soll ich ein Spiel testen für 2 Stunden. Ich habe keine Ahnung, welches. Das war nicht dabei geschrieben. Ich habe auch noch nicht geantwortet. Ich soll da ein Spiel testen. Und ach, Junge. Ich habe Angst vor sowas. Nee, nicht Raid Shadow Legends. Ich weiß es. Ich habe echt Angst davor, Alter. Weil wenn das Spiel kacke ist... Ne, ich glaube nicht, dass das Dings ist, Riemchen. Weil die kommen ja von alleine auf dich zu, oder? Die E-Mail habe ich dir geschrieben. Lüg nicht. Die E-Mail war auf Englisch, Kollege. Outlast gehört das Beste. Wenn die Bezahlung okay ist und du ehrlich deine Meinung sein darfst, wieso nicht? Weil ich immer noch da denken habe, man verkauft sich so richtig, richtig krass damit, ne? Nein, bei meiner Mail stand, dass Stream Elements mir das an. Ach so, okay, das meinst du, Riemchen. Bobo Gerard, Dankeschön für den Gifted Sub an Stream Elements, Butz.
Und Ducky Sam, Dankeschön für den Prime 6. Ach, ich dachte, diese Raid Shadow Legends Sache, da kommt von alleine per E-Mail. Ich wusste nicht, dass die einem das so anbieten. Curtis, bist du schon in deren Dreamteam? Nee, ich hatte... Ah, Mann, lass mich nicht lügen, Alter. Ich weiß doch gar nicht mehr, mit wem das damals war. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit Stream Elements, sogar im Discord. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob Stay dabei war. Oder ich glaube sogar Walle. Das war, glaube ich, zur Homestay-Zeit, Alter. Die hatten schon damals Bock darauf, irgendwie was Offizielles zu machen. Aber dann bin ich ja Verschwindikus gewesen. Du bist halt selbstständig, du musst deine Brötchen verdienen. Ja, das stimmt schon, aber... Ich kann doch ohne. Ohne solche Placements. Heute kriegst du eine Schneiper gegen den Kopf. Zit, wenn du hier rumkegelst auf Unity, dann bin ich schwer enttäuscht. Lass den Server in Ruhe. Curtis, kusch einfach weg. Sorry. Ich finde das auch voll interessant, was für Verkaufen, hä? Ja, keine Ahnung. Die Matrix, Junge, du kriegst die Matrix. Aktiver André, dankeschön für den Prime im dritten. Und Royal John, dankeschön für den Resub im zweiten. Und Lou Butera, dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Heute Kegelclub, die nix. Ja, aber das ist doch, weiß ich nicht. Du musst mit Joachim Kusch reden, dass er wieder zu euch kommt. Der erlebt sein eigenes Leben, Kollege. Ach, nachdem hier Pause habe ich keinen Überblick mehr, was du machst und wie du deine Brötchen holst. Ich bin Bauchtänzer. Ja, aber 2 Stunden ein Spiel testen ist nicht wirklich verkauft, finde ich. Ist ja nicht. Ja, aber ich sehe das so, ich teste dieses Spiel ja nur oder zeige euch dieses Spiel, weil ich dafür bezahlt werde. Und ich weiß ja nicht mal, um was für ein Spiel es sich handelt. Und? Ja, weiß nicht. Also ich komme noch aus dieser Zeit vor 2 Jahren oder so, wo sowas sehr verpönt war. Ist das das richtige Wort dafür? Wo man gesagt hat, sowas macht man nicht. Jeder, der das macht, ist geldgeil und all so ein Quatsch. Verity Bock doch, das stimmt. Aber da wähle ich ja die Spiele aus, ne? Heute kam übrigens ein Geister-Update, Alter, hat die Mila mir schon berichtet von. Das heißt, wenn gar nichts geht im EP, gehen wir auf jeden Fall zocken. Das soll wohl ein bisschen heftiger sein als vorher. Ich hab Bock. Hast du denn Bock drauf oder wirst du 2 Stunden auf Krampf Spaß haben? Ich hab wirklich wenig Spiele in meinem Leben gefunden, wo ich wirklich Bock drauf hatte. Also, ich hab die angetestet, vielleicht einen Tag, und dann hab ich die wieder in die Ecke geschmissen. Ich bin da sehr eigenartig. Mach lieber Donetsk für die Autoreparatur. Falls das Auto irgendwann kaputt geht, meinst du für das RP-Auto, was du in meine Meer schmeißt bestimmt? Junge, wenn ich das rauskrieg, ne, ich petze euch alle beim Vater, Alter, ich sage dir. Lass den Server in Ruhe, ihr Kackkegler. Das ist nicht lustig. Das ist für die Spieler, die genervt werden im EP, nicht lustig und für den Server auch nicht. Aber ich muss wirklich gestehen, dass es Videos gibt auf YouTube, wo ein bisschen gekegelt wird, weil die Leute denken, die haben einen Grund dafür, da hinzugehen und auf irgendwelchen Servern Stress zu machen, weil die da irgendwie unfair behandelt wurden von der Projektleitung, whatever so. Die sind lustig. Tut mir leid, muss ich ehrlich gestehen, es gibt Videos, wo gekegelt wird im RP und die sind lustig. Das ist wie die Videos sind halt lustig, ne? Wie die geschnitten sind und bla bla bla. Es gibt wirklich lustige Videos, Alter. Hier von den Paradox-Leuten und so. Nicht alles, aber ein paar Sachen davon sind echt lustig. Wofür steht Kegeln eigentlich genau, wenn du auf irgendeinem Server gehst und einfach Leute umkegelst? Auto, mit dem Auto umfahren, wie der Opa damals. Alle 9. Aber beim Opa war das ja aus Versehen.
reinhacken halt, Alter. Aber es gibt halt auch Leute, die gehen auf den Server und knallen nicht alles um. Die machen dann so Faxen, Mann. Wenn du die ganze Zeit über Jahre in dieser Immersion bist und RP spielst und das nur so kennst, dass sich jeder quasi in Anführungszeichen benimmt und dann mal ein Video sieht, wo irgendeiner zum Stadtpark rennt und sagt, ja hier, keine Ahnung, was weiß ich, der Kegel lieber ist viel lustiger oder irgend so einen Scheiß erzählt, so ist das schon lustig. Also wer irgendwelche Autos im Wasser fährt und das als Kegel darstellt, sollte sich auch selber weggekegelt haben, aber no hate. Braucht eine neue Tastatur, kannst du was empfehlen? Die Ducky One 2, die ich hab. Ist unten verlinkt. Keine Werbung übrigens. Ist nur der Produktlink so. Nicht so eine Verkaufsseite. Sind keine Reflinks oder so, was ich da unten drin habe. Die finde ich eigentlich ganz nice. Die gibt's auch mit dir in Switch. Ist kein Reflink. Ist wirklich kein Reflink. Max, guck, klick unten drauf. Das ist nur vom Produkt. Hallo, Jay. Nee, da kommen keine Reflinks. So mache ich nicht. Hä? Numpad? Was? Ich bin mal dem Discord wieder gejoint. Freut mich, Techcenter. Wenn du kegelst, dann kegel richtig rein und bring einen kurzen Kick für alle, die mit rein. Dieses ein Unknattern ist langweilig, genauso wie das mit dem Auto ins Wasser fahren. Muss ja nicht so Kegel-Dings sein, dass du hingehst und Leute abknallst und so, ne? Ich fand die zum Beispiel, die Typen auf Homestead, die da damals rumgerannt sind, zumindest bei mir, ich fand das lustig. Wenn die gekommen sind und Abs gemacht haben und rumgeflogen sind mit den Autos, als wären das irgendwelche UFOs und so. Was geht, Dexus Schatzi? Nee, ich habe eine 2080 Ti S-Berle, ich habe keine 30er Series gekauft. Ja, der Pilot, die Piloten, so, das war halt lustig. In meiner Gegenwart war das halt lustig, ne? Ich habe auch gesehen, dass die aber andere Leute richtig angegriffen haben und die umgeknallt haben und so. Das ist dann nicht lustig. Achso, hier, war mit Dexus Geisterjagen. Ja, Dexus, wann gehen wir Geisterjagen? Hogwarts war guter Kegel, das stimmt, aber der Typ in dem Clip, der das Hogwarts-Ding gemacht hat, der sagt dort, was nicht cool ist. Das mit dem, ach, das will ich ja nicht wiederholen. Der hat da auf jeden Fall was gesagt, was nicht cool ist, was ich dann auch nicht lustig finde. Der Pilot hat immer Bus gemacht, ja. Daher kommt dieses Bus, ja. Weil wir haben das einfach übernommen dann. Also der Vater und die Hoover Crips und wir dann. Wann hast du Zeit, morgen Nacht? Was ist das denn für ein Lied, Alter? Weg mit dir, Junge. Rein theoretisch habe ich immer Zeit, Dexus. Nur ich wiege halt immer ab, ob im RP was geht. Und wenn da nur Kreis-RP ansteht und wirklich nichts zu klären ist, dann zog ich ein bisschen Geister oder was mir vor die Füße fällt. Seid ihr eine offizielle Gang mit Namen? Wir sind keine Gang. Wir sind eine Gruppierung mit offiziellen Namen, ja. Apes. Das mit dem Blut, ja genau, Shorty, genau das mit dem Blut. Das fand ich nicht cool. Wir sind die Nachtschicht, genau. Die sofort erkannt wird, immer. Komplett durch Maske, alles, egal. Freunde, die zusammen Spaß haben, genau. Außerdem zockst du ja auch immer nur die ganze Zeit GTA-RP-Dexus, Alter, bis spät in die Nacht. Von wem gibt's denn so Kegler-Videos, Bruder? Ich möchte keine Werbung dafür machen. Weil dann heißt das wieder am Ende, ich supporte sowas so. Ich sag nur, dass ich manche Sachen lustig finde. Aber die YouTube-Paradox-Gruppe. Vielleicht kannst du da mal eine Ausschau halten, so. Aber ist auch harter Tobak, ne? Da werden Sachen gesagt, die nicht lustig sind. Und auch eigentlich nicht gehen. Das sollte man nicht sagen. Das Spiel in Silent sieht ganz geil aus für euch als Koop-Gruppe. Habe ich mir bei Dexus angeguckt. Ich habe auch Mila gefragt und Mila meinte, ist langweilig. Und wenn das nicht Mila-approved ist, was mit Horror zu tun hat, werden wir das auch nicht anfassen. Hallo Dafflea, guten Abend. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Was ist dein Lieblingstier außer Affen? Staffordshire Bull Terrier. Ja, Hunde. Hunde sind cool. Geht sie eigentlich auch live? Nein.
Ich habe letztens gefragt. Nein. Guten Abend, Day Night. Big Boy Pray, dankeschön für den Prime im dritten. Hey Süßer, bist du öfters hier? 5-mal die Woche. Manchmal. Und Maxi Max, dankeschön für den Prime im 9. Boah, ich will auch einen Otter, Mann. Otter sind cool. Aber es ist Tierquälerei. Die darf man nicht halten. Zumindest nicht in Deutschland. Nicht Katzen? Nee, ich bin nicht so der Katzentyp. Bruder, ich bann dich dafür, ne? Ich weiß, du bist in Ordnung, Zit. Und du schreibst halt wieder nur für den Kick, weil du einen Kick in deinem Schädel hast. Aber schreib sowas nicht, Junge. Bist du irre? Woher der Mut? Was bist du denn, Junge? Ich petz dich gleich. Hör auf damit. Du hast hier keine Narrenfreiheit, Kollege. Na, Gülfanta, die hat keine Angst. Hallo, Motherfucker. Wieso ist Mila gesperrt wegen den ganzen Sims? Ja, die haben mal gestreamt. Auf Homestead, glaube ich. Gleich Streamingverbot, du kriegst gleich hier, Junge. Streamingverbot. Pass ja auf, Junge. Kev, by the way, Dankeschön für den Prime 5. Hast du mal vor Ghostbusters zu zocken? Da gibt's ein Spiel von. Riemchen, Ruhe, du hast genug Mädchens. Werden wir heute kriminell? Na klar, wir schließen uns dem Jax an. Der wird der OG vom Junkie Park. Der arme Mann, der wird nur geärgert, Alter. Der kommt frisch auf den Server, seine kompletten Autos landen immer mehr, Junge. Der wird einfach nur geärgert. Hast du Borat geguckt? Den neuen Teil, den habe ich noch nicht. Jeden Tag wird der einfach geärgert, Junge. Der tut mir so leid, ne? Meine Ausbildungsklasse sind nur Sims und viele YouTube-Frogs. Was sind denn jetzt YouTube-Frogs? Gar nicht, er bekommt so viel Unterstützung von uns. Ja, das ist. Aber er wird halt trotzdem geärgert, ne? Der geht auf den Server und wird halt einfach. Junge, da kommen die ganzen Kegler dahin, nur wegen dem, um den zu stressen. Und er reagiert auch immer darauf und schreit rum und so, Alter. Ich hab da letztens so einen Clip gesehen, Junge, da ist der komplett ausgerastet. YouTube-Frog bist du, Hähnchen, Ruhe. Broiler, danke schön für den Restart am 30. Könnt das machen mir prickeln im Bauchnabel. Und Donza, danke für den Prime am 18. Küss die Haar. Halt die, die nur YouTube gucken, also. Ja, so YouTube-Endies. Jax macht dick Minus in unserer Kasse. Hab ich gestern gehört, der wurde schon wieder hops genommen von den Cops, ne? Den haben sie irgendwie mit 30 Cops oder so aus dem Verkehr gezogen nach seiner Cannabis-Tour. Was geht, Genie? Bist du nicht in der Pommes-Kollege, Onkel? Johnny, der Riemchen ärgert hier wieder rum und der Zit. Die ärgern wieder. Das finde ich nicht gut, dass deine Freunde mich hier ärgern, ne? Sag ich dir, ganz offiziell. Razui, dankeschön für den Wies am 5. und Brainlords, danke für den Prime 7. Ja, der Zit, der ärgert hier, der schreibt hier so ganz komische Sachen im Chat. Und der Riemchen will mich triggern. Deine Freunde. Ja, Zit, ich dachte bis gerade auch, dass wir Freunde sind, aber du ärgerst mich ja. Da muss ich das Freundschaftsarmband wohl nachher ausziehen. Wenn du weiter so machst. Real Talk, Junge. Gibt kein Clio in der Mine mehr drin. Gib es nicht. Ich muss bei den Alerts an Michael Jackson denken, das ist Michael Jackson, Bruder. Noch Kontakt zu Rakim, spielt er noch EP? Beides nein. Soweit ich weiß. Kein Kontakt und noch kein EP. Willst du den Release-Trailer von SL sehen? Geht eine Minute. Ne, ich guck mir gar nichts mehr an hier. Ich hab Angst. Nachher kommt da irgendein Track von Tupac in dem Trailer vor, Junge, dann bin ich im Arsch. Darf ich auch ein Freundschaftsbändchen haben? Musst du den Zit fragen, der macht die. Der hat uns allen eins geschickt. Bin doch eine Nette, du bist gar nichts, Riemchen, du bist der Teufel. Gab's eigentlich mal Week 3 zu sehen? Nein, haben wir aufgehört mit, war mir zu peinlich. Ich hab da Sachen gesagt, die heute nicht mehr gehen. Da schäme ich mich ein bisschen für mich selber. Der hat deine Adresse? Wie klar, hallo? Jede dritte Woche pennt der Zit bei mir. Wir gucken da Netflix und so und naschen Haribos von Algier.
Aber Zit ist böse, der ärgert. Muss man 18 sein, um auf Unity Live zu zocken? Ja, Bruder, du musst 18 sein, um überhaupt das Spiel zu spielen. Sorry, wenn ich deine Träume jetzt zerstöre. Aber es gibt auch Server, die nehmen Leute unter 18 an. Die findest du auf 5M. Wo ist die Mucke hin? Junge, die lassen die Tracks immer 10 Sekunden lang auslaufen. Ne? Was ist mit denen? Produktionskosten Lo-Fi, Alter. Du musst überall 18 sein, soweit ich weiß. Nee, es gibt auch Server unter der 5M-Mod. Da kannst du schon ab 16 und so drauf. Die achten da nicht so sehr. Koffein, Dankeschön für den Resub im dritten, okay. Und Koffein, Dankeschön für den Gifted Zap an Max. Wie, Max war kein Zap? Stich in mein Herz, Max, Alter. Und dir kaufe ich nochmal einen Monitor, Kollege. Schade, Bruder, Tam, scheiße, bin in 3 Wochen 18. Dann bewerb dich jetzt schon mal. Die Whitelist dauert 3 Wochen. Welcher Monitor? Ja, komm. Nee, das EP ist dann überhaupt gar nicht gut dort. Auf so 5M-Servern toben sich immer Leute aus, die ein bisschen zu viel Druck haben. In ihrem Triggerfinger. Ich habe übrigens keine Kippe angemacht, das war eine Duftkerze. Musik über Spotify, nein, über Brezel Rocks. Copyright free Musik. Premium Lizenz. Hubschrauber, Landeplatz. Five M ist auch lustig. Es gibt unter 5M auch gute Server. Nifty Pommes war gut, Mann. Kannst nichts zu sagen. Also das RP und so, ne? Baust du dir eigentlich so Kletterdinger? Was für Kletterdinger, Bruder? Meinst du den Jörkel, die Fickschaukel von Ikea oder was? Seh dich auch auf 5M-Trollserver? Nee. Ehrlich nicht, Oma, hörst du keine Mucke? Scheiße, Datenvolumen war aufgebraucht. Bist du noch in der Work, arbeiten, Dexus? Ich hab vorhin mal so Chatverläufe durchgeguckt, weil ich ein Programm gesucht hab. Nvidia File Inspector. Weil ich das nirgendwo im Internet gerade finde. Und dann habe ich mal unsere Konversation durchgeblättert und habe ich gesehen, dass du mir ja damals für Nvidia die Grafiken gemacht hast, ne? Die Panels. Bruder, ich brauche neue Panels. Eigentlich hatte ich mit DaVinci darüber gequatscht. Aber ich habe vergessen, wieder auf das Thema zurückzukommen. Sorry, DaVinci. 22 Uhr klingelt die Feierabendglocke. Ja, dann ab in die Pimmes. Hallo, Motherfucker. Lina, Dankeschön für den Prime 10. DaVinci ist eh überarbeitet, das stimmt. Ist dein Ernst? Und ich hab dich damals bezahlt dafür auch, ne? Was hab ich dir gezahlt für die Panels? Also du sollst jetzt keine Summe sagen, aber hab ich, ne? Oder hab ich mein Parfüm ausgenutzt? Nein, hab ich nicht. Naja, 2 Euro, Junge, ich hab richtig gut bezahlt. Ich bezahl immer gut für Arbeiten. Ja, hast du gut. Wusstest du, dass Stream Elements auch Panels macht? Ja, Bruder, aber ich supporte dann lieber jemanden, den ich kenne, anstatt eine Firma oder so, die ich nicht kenne. Weil derjenige, den ich kenne und dem dann Geld in die Hand drückt dafür, der kann sich was Schönes kaufen. Und ich kann vielleicht daran teilhaben, weil er mir zeigt, was er sich gekauft hat. Und dann freue ich mich und er freut sich. Wann mappst du eigentlich mal in unserem Park? Boah, die Klappe, Max, Alter. Außerdem brauche ich das nicht machen, weil der Juri macht das. Hat Freundschaft Plus Rabatt bekommen wegen Kuba, genau. Was für Panels magst du denn haben, kann ich gar nicht beantworten, Mann. Die Goofy-Dinger sind ja cool, aber ich will was anderes haben. Apropos Panels. Aber wenn ich das jetzt wieder sage, kommt DaVinci mir wieder und wichst mir ans Bein und sagt wieder, ja, very soon und so. Aber ich kümmere mich jetzt die Tage drum. Neue Sub-Badges und so. Weil die kotzen mich an, wenn ich da drauf gucke. Das sieht kacke aus. Eigentlich müsste jedes Affen-Emote nochmal komplett überarbeitet werden. Und die sind nicht mehr zeitgemäß. Ruhe. Ey, Katze. Alter. Lass
die Kopfhörer in Ruhe. Ah, du bist bescheuert, Alter. Hör auf, Kabel anzufressen. Du bist nicht zeitgemäht, musst du mir gerade sagen, Kuba. Lass die, ich hab die Dings externs, das ist gut. Du bist nicht mehr zeitgemäß, du machst immer noch Kreis-RP. Lass die, bitte. Ja, ist egal. Wie alt bist du? Ich bin 30. Schon wieder läuft der Track 20 Sekunden aus. Stay clean, watch your back, homie. Crime-EP-Talk-Soon, ja, ja. Dann sitze ich hier mit Bandana vorm Mund. Quitscher macht doch Kreispommes im Barrio. Tag, Sergeant. Gigi. Kervix, dankeschön für den Prime am 18. und Kuba, dankeschön für den Reset am 30. Ich spuck dich gleich selber zurück an, du. Pass dir auf. Kuba, wo zockst du eigentlich jetzt? Immer noch für glücklichen 5? Macht Spaß? Lukas, dankeschön für den Prime 16. Du machst Kreispommes am Junkie Park, aber deshalb schwer. Wer die besseren macht? Ja, natürlich ich. Hä? Ich hab Kreis-RP erfunden. Hast du schon Enkel? Ja. Jo. Ein Lied ist kacke. Und den Lachkreis habe ich auch erfunden. Stimmt. Und Gang-RP habe ich auch erfunden. Ich habe alles erfunden. Und Schwarzwasser hat Mafia-EP erfunden. Ist so. Und Kuba hat erfunden, in einem Kreis zu stehen und zu tanzen. Also Party-Pommes. Hello, coole Stimme, woher? Nicht von dir. Captain Box, danke schön für den Prime am 18. Das wird nicht vergessen, Kuba. Genau wie du damals, als du klein was in den Hosen gebullert hast. Das wird nicht vergessen, Junge. Klar, schon, Enkel. 50. Jerry, dankeschön für den Prime 4. Nein, ich hab Enkel, Junge. Hä? Johnny, wusstest du nicht? Kuba hat doch schon immer nach gerochen aus dem Mund. Oha, was der sagt. Walla, ich würde ihm Bombe geben, ja. Kuba hat Strip-App erfunden, ist so. Dafür müsstest du erst mein Kind haben. Hab ich doch. Ihr seid meine Kinder. Damals die GTA-Live-Zeiten so wild, Alter. Du hast das RP noch keinen gejuckt. So nice, war auch so. Was geht, M-Move? Seit wann bist du Vater und deine Kinder haben Kinder? Hä, ja, schon lange? Johnny, du bist Real-Life-Pommes-Freund von mir. Und weißt nicht mal, dass ich Kinder hab? Schande über deinen Hauptkollege. Ich sag dich das. Lied ist kacke, geh weg. Wo bleibt Kindergeld? Kannst froh sein, dass ich vom Kippen holen wiederkomme, Junge. Was geht, Sneaky Cute? Traurig, Johnny, Alter. Riemchen wusste das. Hast Kind mit Frau Grün? Ach, Max, halt du die Klappe, Alter. Du hast die Melanie damals geballert im RP. Kranke Schwein, du. Ey, ich hab voll die gute Idee, lass mal eine Pommes gehen, Alter. Boah, ich hab jetzt so geile Chatbefehle, ne? Oder? Ja, Mann. Professionell, Junge.
Schnauzermucke. Kennt ihr die Leute, die Pommes spielen und dabei Musik die ganze Zeit hören? Ja, Watch, da muss ich nur deaktivieren. Ich glaube, das funktioniert nicht so wirklich. OCB Sly, dankeschön für den Booster mit 13. Hört auf, den Scheiß zu spammen. Max, mach das mal bitte aus. Die wollen nur wieder ärgern jetzt. Ich durfte nicht mal was schreiben. Wo meinst du? Warum nicht? Ich müsste Loyalty anmachen. Was heißt? Ach so. Hilfe, hört auf. Bitte. Ich höre nur Leid neu, weil ich nur Bretterpommes knattere. Ja, Follow Age kann drin bleiben. 2 Jahre, 11 Monate, 2 Tage bist du schon hier in der Passkind. 2 Jahre, 10 Monate, 3 Tage. 3 Jahre sogar, der Riemchen, Alter. Oh, der Pippo sogar noch länger. Ich hatte mal so einen angenehmen Chat. Hallo, warum wechselt der das Spiel nicht? Weil war das letzte Spiel, was ich gespielt habe? Phasmophobia, ne? Bliert.